Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo auf Martinas YouTube-Kanal. Wir finden mittlerweile zwei Dach außerhalb vom Bahnhof. Heute befinden wir uns zurzeit bei der Wichterer Kirche. Ich hatte eine schöne Weihnachten. Ich konnte es geniessen können mit euren Freunden, Kollegen und Familie. Ich hatte eine ganz schöne Weihnachten. Ich konnte es auch geniessen in vollen Zügen. Schreibt doch unten in die Kommentare, was ihr so alles zu Weihnachten habt bekommen. Jetzt wünsche ich euch weiterhin noch viel Spass bei diesem Video und ich melde mich später nochmal. Leute, es regnet, aber man macht nichts. Ich ziehe die Wanderung durch. Ich befinde mich jetzt gerade in Tegertschi. Ich laufe Richtung Oberdiessbach. Und dort schaue ich, dass ich Richtung Grossachstätten laufen kann. Das Ziel wird trotzdem Grossachstätten sein, ob es jetzt regnet oder nicht. Ich habe mich irgendwie ein bisschen von der Route abgekommen, aber es macht nichts. Ich laufe jetzt gleich weiter auf Grossachstätten, eben Richtung Oberdiessbach. Wir melden mit dort wieder, wie es weitergeht. Auf Oberdiessbach her kann man auch auf Grossach stöten.
Also, Leute. Ja, eigentlich kann ich von Wichtrach auf Grossachstädte laufen. Von Wichtrach her war alles noch gut angegeben. Am Bahnhof war alles angegeben. Und dann weiter auch. Bis auf Münzigen. Und dann plötzlich hat es gemacht, zack. Es war nicht mehr Grossachstädte angeschrieben gewesen. Es war nur angeschrieben in Münzigen Station. Oder eben Tegetschi. Dann dachte ich, das ist jetzt egal, ich laufe jetzt mal Richtung Tegetschi. Es kommt gut. Ich war voll positiv eingestellt. Ich bin angelaufen. Richtung Tegetschi, dann hat es angefangen zu regnen. Macht gar nichts, ich bin hart im Nehmen. Jetzt regnet es gerade nicht mehr. Das gehört ein bisschen dazu. Wenn man in der Natur raus ist, dass es so mal schneien oder regnen kann. Oder auch luften. Item. Dann war ich in Tegetschi beim Wanderweg. Das werdet ihr dann in diesem Video noch sehen. Und dort habe ich gesagt, ich gehe Richtung Oberdiessbach. Dann bin ich dort gelaufen. Plötzlich hat es auch wieder gemacht, es war nichts mehr angegeben. Und dann bin ich mal so spontan drauf losgelaufen und habe gesagt, ja, entweder lande ich jetzt Oberdiessbach oder dann lande ich schon irgendwo wieder. Und ich bin jetzt in Wichtrach gelandet. Zuerst habe ich mich ein bisschen aufgeregt, habe ich gesagt, hey, aber nicht schon wieder das mit diesen Wanderwegen. Ich muss sagen, es ist eigentlich egal, ob wir zu Grossachstädten sind oder nicht. Die Hauptsache, ich bin gesund, das Weg, und es geht mir gut. Es ist mir ja auch nichts passiert. Ja. Vielleicht werde ich das mal schaffen. Ich werde das im Sommer mal machen, von Wichtrach auf Grossachstädten zu laufen. Ausser wenn nicht, ist es keine Tragödie. Das Video war ein bisschen ein Wirrwarr-Video. Oder auch ist es wieder ein Video, aber es wird jetzt eine Rundwanderung sein und nicht Wichtrach Grossachstädte. Aber wenn ihr draußen gerne wollt, dass ich mal die Runde mache von Wichtrach auf Grossachstädte, schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. Würde mich mega freuen, wenn ihr das machen würdet. Und wenn es ist freiwillig, wenn es niemand unten schreibt, dann werde ich es wahrscheinlich gleich einmal machen, vielleicht und vielleicht auch nicht, je nach Situation. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video ein Like. Bitte ein Gratis-Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr da draußen immer informiert werdet, wenn ein neues Video online kommt von mir. Der Schnitt wird auch eine Chance-Zeit geben, aber ich habe Zeit. Ich nehme mir die Zeit und werde das Video dementsprechend bearbeiten, sodass ihr es auch anschauen könnt. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, das zu bearbeiten, oder auf alle Fälle morgen, oder heute in der Nacht, keine Ahnung, aber ich werde mir Zeit nehmen und das Video bearbeiten, so, dass man es anschauen kann. Da ich ja nächste Woche auch noch Ferien habe, werde ich vielleicht nächste Woche auch noch mal wandern. Bleibt einfach dran. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch gute Zeit und bis gleich. Tschüss zusammen.